Hallo, also wenn ich etwas abgekämpft aussehe, dann hat es seinen Grund. Wir kommen gerade von einer Fahrradtour zurück, haben das Nion ausprobiert, dieses Nion Navi von Bosch. Und ich habe mir gedacht, da mache ich ein kurzes Video drüber, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert und euch auch zu sagen, was wir davon halten. Das ist das Gerät und da wird auch das am Fahrrad der Teil ausgetauscht. Man kann hier drauf drücken oder hier so und dann kommt man hier zur Karte und Navigation und schon hat man seine Anschrift und man kann dann die Zieleingabe wie folgt vorgehen. Man gibt einfach ein Ziel ein, Straße und Hausnummer. Oder sucht sich ein Ziel aus und dahin wird dann hin navigiert. Man kann auch seine Heimatadresse einspeichern und eingeben, bring mich nach Hause und dann navigiert er einfach nach Hause. Zur Art, wie er navigiert, komme ich dann später noch zurück. Was viel interessanter ist, wie speichere ich Routen, die ich am Computer ausarbeite, auf dem Gerät ab. Denn das ist nämlich ein Highlight, was das Nion sehr gut kann. So, als erstes ruft man erstmal das Programm auf, mit dem man eine Route plant. Ich nehme dazu Komoot. Und dann gehe ich hier auf Routenplaner. Hier habe ich das Fahrradsymbol eingegeben. Und jetzt gebe ich einen Startpunkt ein. Dann nehme ich jetzt mal einen neuen Ort. Sagen wir mal Konstanz. Marktstelle. Und wohin soll es gehen? Da kann man jetzt hier runterrollen. So, da kann man sich dann einen schönen Punkt aussuchen, zum Beispiel den Bettenberg als Ziel. Jetzt werden wir hier verschiedene Touren angeboten. Die eine ist Wandern, die eine ist Fahrrad, die andere ist Mountainbike, die andere ist Rennrad. Wir nehmen jetzt mal diese Tour, da klicken wir einfach drauf. So, und schon hat er die Tour ausgearbeitet. Jetzt gefällt uns das nicht. Wir würden nämlich ganz gerne ein bisschen da entlang fahren. Dann zieht man das einfach rüber. Und schon hat er die Route geändert. Also das ist manchmal bei Komoot etwas nicht ganz so einfach. Aber das ist dann von Programm zu Programm. Wir nehmen Komoot, weil sich das bei uns eigentlich bewährt hat. Und dann sagen wir Route speichern, Tour speichern. So, und die nennen wir jetzt einfach mal YouTube. Die speichern wir. Moment, wo ist der Cursor? Da ist er. Sondern steht hier für GPS-Geräte herunterladen. Datei speichern. Dann haben wir sie hier. Machen wir Zielordner öffnen. Dann schneide ich die Tour aus. Ausschneiden. Da habe ich mir schon einen Ordner zurechtgelegt, wo meine Radtouren drinnen sind. Einfügen. So, und dann füge ich das da ein. Ändere den Namen noch ab. Das ist leider notwendig. YouTube. So. Und dann ist das Ganze schon gespeichert. Jetzt haben wir die Route erstellt. Jetzt rufe ich jetzt mein Bosch E-Bike Connect auf.
Routenplanung, GBX-Datei hochladen, da sieht man schon, da haben wir schon das GBX. Dann öffne ich das und schon ist die Route gespeichert. Das war die ganze Arbeit mit dem PC. Jetzt machen wir dann weiter mit dem Navigationsgerät. Da gehe ich dann auf Navigieren. Dann gehe ich hierher auf gespeicherte Routen. Und man sieht schon, ich habe die YouTube-Route. Was möchten Sie? Stadt. Also dann geht er zum Stadt, an die Marktstätte in Konstanz und beginnt mit der Navigation. Also er bringt mich erst zur Marktstätte und dann beginnt er mit der Navigation. Wir haben uns jetzt mit dem Gerät schon öfters navigieren lassen und ich kann dazu sagen, dass er die Fahrradwege gut findet. Er hat allerdings manchmal ein bisschen Hänger. Also vielleicht ist es schwieriger, eine Fahrradnavigation zu machen. Tatsache ist eins, wenn das mein Audi-Navi so ungenau arbeiten würde, wäre ich unzufrieden. Beim Fahrrad-Navi ist es kein Problem, weil man da auch nicht unbedingt den kürzesten Weg sucht. Aber es ist ohnehin schwierig, am Fahrrad zu navigieren. Und dafür muss ich sagen, ist es gut, eigentlich sehr gut. Vor allen Dingen die Möglichkeit, die man hat, dass man die Routen zu Hause plant, dass man sich die Wege raussuchen kann. Das halte ich für eine ganz tolle Sache. Und dann am Fahrrad wird einem angezeigt rechtzeitig, wann man abbiegen muss. Auch das ist gut gelöst. Also ich kann das nur empfehlen. Ich habe mir mein normales Bosch-Display austauschen lassen gegen dieses Neon. Das Ganze hat 299 Euro gekostet. Man bekommt dann auch einen anderen Trigger, weil da ist dann dieser kleine Joystick dann mit auf dem Trigger drauf. Für mich hat es sich gelohnt. Wir brauchen nur eine Navi, also wenn die Ursi auch mal eine haben möchte, kann sie das haben, aber sie will sich damit gar nicht auseinandersetzen. Es langt auch im Prinzip eine Navigation aus und vor allen Dingen ist es wichtig, wenn man sich in einem Gelände befindet, bei dem man nicht zu Hause ist, da findet man immer wieder zurück zum Wohnmobilstellplatz oder eben seine Route. Was mir auch gefallen hat, ist, wenn man von der Route abweicht, dann findet er automatisch auf dem Weg zurück. Er führt einen nicht zwingend wieder an die Stelle zurück, an der man abgewichen ist, sondern an den nächsten Punkt, der Route am nächsten kommt. Also durchaus gelungene Navigation, durchaus zu empfehlen. Ja. Das war es mal kurz zwischendurch. Wir kommen bald wieder mit einem anderen Video. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn ihr Erfahrung damit habt, schreibt es uns ruhig mal rein. Ciao.